Moni, zeig doch mal. Wieder eingeschaltet zu einem neuen Moni. Zeig mal hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, zur Disneyland Paris-Version. Lange ist es her, dass ich euch einen Moni zeig mal aus dem Disneyland Paris gezeigt habe. Am Wiesentrip ist es wieder soweit. Ihr habt auf Instagram geschrieben, was ich euch zeigen soll. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich mache immer in der Woche, bevor ich ins Disneyland Paris fahre, eine Fragebox in meine Story. Und dort könnt ihr schreiben, Anregungen geben, was ich euch alles zeigen soll. Alles, komplett alles kann ich nicht immer übernehmen. Und ich werde auch immer nur die Sachen zeigen, die neu sind, die ich vorher noch nicht gezeigt habe. Also es immer, lohnt sich immer auch, die alten Moni-Zeig mal reinzuschauen, weil es sich meistens, also ich versuche, dass es sich nicht wiederholt. Genau. So, und jetzt geht's los. Moni, zeig mal, wo der Scherenschnitt gemacht wird und was der Scherenschnitt eigentlich ist. Also, wo er ist, ihr habt hier das Emporium, Walt, Motorsports. Und wenn man hier ein bisschen weiter läuft, an dem Laden vorbei, Richtung Arcade, da gibt es ja auch so einen Weg zur Arcade, habt ihr hier einmal den Scherenschnitt. Und was ist das eigentlich? Die Dame, das zeige ich euch gleich noch, schneidet eure Silhouette mit der Hand aus. Und dann könnt ihr euch mit einem Charakter, ohne einem Charakter hier verewigen. Und es gibt verschiedene Rahmen. Es gibt die kleinen, es gibt die großen. Seht ihr alles hier? Also sieht echt schön aus. Ihr könnt auch so ein Familienporträt machen und so kleine Sachen. Und hier seht ihr mal den Preis. Eine Silhouette 15, zwei Silhouetten 30, 45, 60 für vier Personen. Dann gibt es noch einen mit Charakteren oder Schloss. Schloss, Mickey, Tinkerbell, Mini und der Eiffelturm. Aber ich habe gestern bei Stefan auch Winnie Pooh gesehen. Ja, das ist hier. Ja, ist hier nicht auf dem Bild. Dann gibt es noch. Hier. Ja, hier auf dem Bild. Ach so, ja, aber da kannst du auch es gibt zwei verschiedene Rahmen. Dann gibt es auch als Postkarte oder auch als Ornament. Und ja, hier seht ihr nochmal, es gibt auch Winnie Pooh. Moni, zeig doch mal die Schneewittchenfahrt. Ja, 15 Minuten Wartezeit, wir stellen uns an. Zeig doch mal, wo man sich am besten küssen kann. Ich zeige euch jetzt, ich habe die beste Idee. Im Bellanotte. Weil? Moni, zeig doch mal die Cinderella-Kutsche. Ja, die ist hier noch nicht, seht ihr, aber ich wollte euch auch zeigen, wo die ist.
Also hier habt ihr das Auberge de Cendrillon. Da ist das Karussell. Und ja, da ist das Schloss. Wenn man hier links geht, dann habt ihr da die Cinderella-Kutsche. Gibt ja auch so einen kleinen Vorplatz, sag ich mal, wo kann man auch, hier kann man auch echt schöne Bilder machen, auch mit dem Schloss. Das zeige ich euch auch gleich mal, ich drehe mich mal gleich um. Aber hier ist die Cinderella-Kutsche, die auch benutzt wird übrigens für Hochzeiten. Also habe auch schon Videos gesehen, wo da niemand drin saß. Ja, und hier kann man auch mal schöne Bilder machen mit dem Schloss. Hier ist ein bisschen ruhiger. Moni, zeig doch mal, wo es überall Bauzäune gibt. Ja, gerne. Die Frage ist, wo es keine gibt aktuell. Also wir sind hier auf der Main Street und sind hier bei Casey's Corner. Ist einmal ein Bauzaun. Einmal hier komplett bis zur Liberty Arcade. Der erstreckt sich hier lang. Hier wird ja ein neuer Pavillon gebaut. Für das Character Meet and Greet, was hier immer war in der Ecke. Und auch vor Casey's Corner, wegen dem Wetter. Also ihr seht einmal, es erstreckt sich bis zum Eingang vom Frontierland und geht hier weiter. Und wie gesagt, hier wird halt alles überdacht, wenn es halt das Wetter nicht so gut ist, dass man hier auch Schutz suchen kann und trotzdem Charaktere treffen kann, etc. Ja, sieht auch nicht so schön aus mehr hier hinter. Genau, also das ist ein Bauzaun, aber es gibt noch viele andere, die ich euch jetzt noch gleich zeigen werde. Ja, wenn man Walt Disney Studios Baustellenvideo gesehen hat, weiß, die Walt Disney Studios sind aktuell voll mit Bauzäunen. Und ja, hier seht ihr direkt, wenn ihr aus dem Studio 1 rauskommt, alles voll mit Bauzäunen. Bauzäune, wo man auch hinsieht. Ja, rechts Bauzäune, links Bauzäune, überall Bauzäune. Und leider besteht auch das Village fast ausschließlich nur noch aus Baustellen und Schildern. Und ja, es wird ja tatsächlich auch gerade viel umgebaut im Disney Village. Das haben wir ja auch in den News-Videos erfahren, in der Pressekonferenz, was ihr auch im News-Video lesen könnt. Village kommt ein großes Makeover und dementsprechend ist hier auch wird hier viel gebaut, was natürlich die Optik schon stört. Ja, aber so ist es halt. Und es ist hier nur der Anfangsbereich. Tatsächlich auch noch weiter hinten auch noch viel Baustelle, die ich auch noch hinlaufen werde. Also ja, auch das Village besteht aktuell fast nur aus Bauzäunen. Ja, ihr seht, die Fassaden hier von den Läden werden schon überarbeitet, aber es steht noch, dass alles erstmal noch offen hat. Aber das Fashion wird ja auch demnächst zusammen gemerged. Ich vermute halt mit der Art Galerie, genau, die ist ja direkt nebendran. Das heißt, die Wände werden dazwischen eingerissen und, oder nur ein Durchgang geschaltet, ich glaube, die werden schon eingerissen. Und genau, dann wird es halt einen riesen Klamottenladen geben und dahinter, hinter dem Lego Store ist ja noch der alte Disney Junior Laden, da kommt ja der Homeware Store rein. Ja, so sieht das hier aus mit den Bauzäunen. Moni, zeig doch mal Aristocats Merch. Ja, also da habt ihr aktuell Glück. Alle Aristocats Fans müssen jetzt hier ins Disneyland kommen, weil es gibt eine ganze Kollektion, eine ganze Disneyland Paris Kollektion, die den Aristocats gewidmet wurde. Pullover, Spirit Jersey, gibt ganz, ganz viel. Zeige ich auch im Merch-Video, inklusive Preise. Gut, hier ist jetzt keine Katze drauf. Aber hier
gibt es noch viele Sachen. Es gibt Tassen, es gibt Gläser, eine Decke, ein Poncho, Taschen, hier so kleine Taschen. Es gibt Pullover, es gibt T-Shirts, seht ihr hier. Ich schwenke mal kurz durch. Wie gesagt, im Merch-Video gern genauer. Ornament, also die ganze Kollektion, ist den Aristocats gewidmet. Sogar Schmuck gibt's. Die Ohrringe sind schon richtig süß. Ja, und einen kleinen Koffer. Moni, zeig doch mal die aktuellen Pins. Ja, ich bin im Storybook Store und hier gibt's eigentlich mal die neuesten Pins, wenn welche gibt, aber auch eine andere Auswahl. Und die Kollektion scheint tatsächlich neu zu sein. Ab 6. April gibt's die hier. Oder seit dem 6. April. Dann gibt es hier die Pins. Wir versuchen langsam durchzugehen, was es hier sonst noch gibt. Sorry. Mais tu vois les 12 ans. Enfin les 12 avril. Die gibt es auch wieder, die gab es lange nicht mehr. Das ist was auch echt richtig schön ab. Mais c'est rare. C'est rare que tu aies des pins qui restent. Parce que les personnes sont pas vues. Les attractions, les soirées, c'était réservé aux Pirates. Il y a aussi Stitch. Die Frau neben mir ist ein bisschen, die stresst gerade, weil ich gerade am Film bin, aber wer zuerst kommt, mal zuerst. Die war ein bisschen gestresst hier. Es gibt auch die Pins hier. Die hier. Und dann geht es hier noch weiter. Das finde ich hier tatsächlich. Überlege ich mir die ganze Zeit, ob ich mir das zu Hause. Ich habe so viele Pins und weiß nicht, was ich mir den anstellen soll. Da kann man die halt dran pinnen. Ich weiß nicht, kostet 50 Euro. Aber ich muss euch ja weiterhin die Pins zeigen. Die Prinzessinnen. Ich habe es. Also hier kriegt man auch immer eine gute Auswahl. Das sind natürlich nicht alle, aber ihr kriegt schon mal auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und die werden auch immer oft gefragt. Also die großen Taschen gibt es jetzt hier auch, diese Pin-Trading-Taschen. Moni, zeig doch mal, wo man die Charaktere zeichnen kann. Ja, wir sind in den Walt Disney, oder ich bin in den Walt Disney Studios, bin mittlerweile alleine. Da habt ihr das eine Magiktheater, wo Mickey in der Magician läuft. Da ist Studio 1 mit ganz viel Baustelle. Und ja, wir sind hier direkt an diesem Zauberhut, Animation Celebration, wenn ihr in der App schaut. Und da drin kann man die Charaktere zeichnen. Geht ihr einfach rein. Ihr habt doch gefragt, wie es funktioniert. Da stellt ihr euch hier einfach in die Schlange, wie auf bei einer Attraktion. Und dann zeichnet ihr hier die Charaktere. Ihr seht hier, wie viel Platz hier ist. Einige Leute haben Platz. Wir haben das auch schon mal gemacht. Das werde ich jetzt nicht machen, weil einige anstehen. Genau, ihr sitzt dann hier, bekommt einen Bleistift, ein Blatt Papier und da ist die Artistin, sagt man das, Künstlerin, die dann, also ihr wisst nicht, was ihr zeichnet, tatsächlich hier ist es ja anders, in solchen Walt Disney World kann man sich aussuchen, dann weiß man vorher, was man zeichnet und wo man dann hingeht, hier weiß man das nicht, das ist eine Überraschung. Und genau, und dann setzt ihr euch hier hin und dann wird enthüllt, was man zeichnet, da vorne, und da wird man Schritt für Schritt angeleitet, wie das funktioniert. Bei mir klappt es eher schlechter als besser, weil ich aber auch nicht künstlerisch begabt bin. Aber es gibt hier echt viele schöne Ergebnisse. Jetzt warten wir noch mal kurz, was denn hier gezeichnet wird. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber ja, es gibt alle möglichen Charaktere. Ich habe gerade eben die Grinsekatze gesehen, als Leute rauskamen. Olaf, Wish-Stern, natürlich Mickey, Donald. Ja, alle möglichen Charaktere kann man hier zeichnen. Moni, zeig doch mal den Frozen-Themenbereich. Ja, dafür muss ich mit den Parachute Drops fahren in Toy Story Land, in den Walt Disney Studios.
Und ja, ich habe mich jetzt bei Single Rider angestellt. Hoffentlich habe ich Glück und bekomme einen Platz, wo ich auch das Frozenland wieder sehen kann. Ansonsten stelle ich mich halt nochmal an für 5 Minuten Wartezeit und zeige euch das dann gleich von oben. Zeig doch mal, wo der Eingang für Pass, also Jahrespass-Inhaber ist und der Eingang für die Extra Magic Hours. Also der Eingang für die Jahrespass-Inhaber gibt es nicht mehr. Der wurde jetzt abgeschafft. Der Eingang für die Extra Magic Hours wechselt immer, aber folgt immer den Schildern. Hier zum Beispiel Residence Hotel Disney. Da sind ja die Hotelgäste, dürfen ja auch zu Extra Magic Hours. Also folgt immer den Schildern. Das ist zum Beispiel jetzt der Eingang für die normalen Gäste ohne Extra Magic Hours. Die stehen hier schon an. Und manchmal ist der Eingang auch da hinten. Aber aktuell heute ist er hier links. Also folgen wir einfach den Schildern. Moni, zeig doch mal Merlins Laden, den Zauberstabladen, unterm Schloss, also im Schloss unten drin. Ja, da bin ich wieder. Ich habe es, glaube ich, schon mal gezeigt, aber irgendwie wird das jedes Mal gefragt. Und es gibt auch wieder neue Zauberstäbe. Das heißt, schauen wir uns das doch mal an. Und hier ist gerade nicht so viel los. Ihr seht hier mal die ganzen Zauberstäbe. Irgendwie ist da so ein krasser Hype drum, diese Zauberstäbe, was ich nicht nachvollziehen kann. Ist natürlich schön und so mit den Glitzersteinen, aber naja, hier seht ihr die Preise. So ein Zauberstab. Da oben sind so exklusivere für 100 Euro. Verschiedene Charaktere. Dann könnt ihr hier auch eure Steinchen, soweit ich weiß, glaube ich, aussuchen. Hier seht ihr die verschiedenen Optionen. Die Zauberstäbe und dann hier die Steinchen, die es gibt. Und dann könnt ihr euch den befüllen lassen. Und hier bitte werden die übrigens handgemacht. Das ist schon ein krasses Kunstwerk, also das muss man schon sagen, es ist schon feinste Handarbeit. Ja, hier habt ihr noch mal so einen mit, ich glaube, soll das Daisy sein? Ich weiß es nicht. Dann habt ihr hier noch Optionen. Ihr könnt natürlich die Steinchen auch mischen, was ihr machen möchtet. Ja, ist auf jeden Fall cool. Ja.
schon krass. Ja, es gibt ja aber noch Schmuck und Figuren und so weiter. Das war jetzt nur der Zauberstab. Also, wie gesagt, Schmuck gibt es ja auch. Aber, ja. Das ist auch übrigens eine Frage von Moni. Zeig mal, wo kann man Schmuck kaufen? Also einmal hier unterm Schloss gibt es eine große Schmucksammlung. Dann im Harringtons auf der Main Street, da gehe ich auch eh gleich nochmal hin. Und in der Liberty Arcade gibt es auch noch Schmuck zu kaufen. Ich bin im Harringtons und hier gibt es noch Schmuck. Wie gesagt, Harringtons, dann Merlins Zauberladen. Und der in der Liberty Arcade, dieser Wagen, oder Wagen ist es nicht, so ein Stand an der linken Seite. Da bekommt ihr die meiste Auswahl an Schmuck. Es gibt auch in den einzelnen Läden so Schmuck- und Drehdinger. Aber da ist auch meistens der günstigere Schmuck, sag ich mal, Anführungszeichen. Und da wird zum Beispiel an diesen Ständen bekommt ihr auch die Schlosskette, die ich ja auch mal auch trage, wo ich immer die Frage bekomme, woher ich meine Kette habe. Moni, zeig doch mal die Figuren im Harringtons. Ja, gehen wir mal durch, was es hier so gibt. Hier haben wir einmal die Marvel-Abteilung. Dann haben wir hier die Mickey-Abteilung. Dann gibt es hier auch Bücher, falls es jemand interessiert. Dann gibt es hier dieses Le Visionarium als Figur. Captain Rex. Captain Rex. Dann gibt es hier die Phantom Manor Figur. Dann blickt man nochmal auf den Zug. Und diesen komischen, dieses, nennen Sie mal, das sieht aus wie Nierenstein. Dann gibt es hier auch nochmal Phantom Manor Kugeln. Und das Bild. Hier haben wir nochmal das Phantom Manor Schild. Tower of Terror Figur. Uhr, Schild. Hier haben wir immer noch Phantom Manor. Diese Figuren gibt es anscheinend immer noch, obwohl die limitiert sind, aber gibt es anscheinend immer noch. Krass. Pirates of the Caribbean. Und da unten sind Manschettenknöpfe. Gehen wir auf die andere Seite. Dann gibt es hier noch diese Figuren, diese kleineren Figuren mit verschiedenen Charakteren. Dann haben wir hier Mr. Toads, Oswald, Ratatouille, Minnie. Dann haben wir hier diese Weihnachtsfiguren, warum auch immer, gerade im April. Und eine Donald-Figur. Dann haben wir hier oben einmal Stitch. Stitch, Stitch, Stitch. Sag mal dreimal hintereinander Stitch. Stitch, Stitch, Stitch. Schon schwierig. Dann haben wir hier noch die Stitch-Figuren. Diese Glasdinger von Ernesto. Dann hier die Eiffelturm-Figuren. Noch dieses Ei. Nightmare Before Christmas. Die Villains. Ah, das ist glaube ich neu. König der Löwen. Don't Talk About Bruno. Also Bruno und hier auch nochmal Encanto Kerze. Hier sind noch so andere Sachen. Und hier haben wir nochmal Mary Poppins und Alice Hutmacher und der Hase. Genau, das sind aber noch nicht alle Figuren. Wir haben noch da hinten welche. Ich muss gerade ein Foto von der Lion King Figur machen. So, dann haben wir noch hier Figuren. Diese Traditions Figuren. Viele verschiedene. Kann man aber auch alle online kaufen, also die sind auch meistens online ein wenig günstiger. Gut, die jetzt nicht, die kann man nicht online kaufen. Da steht nämlich Disney in Paris dran und die gab es aber auch mal bei Shop Disney, auch wesentlich günstiger.
Dann gibt es hier die Prinzessinnen. Die gibt es auch online, habe ich schon gesehen. Ich wollte mir eigentlich mal so eine kaufen. Aber die sind zu teuer. Das Schloss ist da oben, Malt, Cinderella, hier nochmal weitere Prinzessinnen und Tiana. Hier haben wir nochmal Remy und Mickey. Und ja, das war's an Figuren. Moni, zeig doch mal deinen liebsten Ort zum Ausruhen. Ja, es gibt jetzt nicht hier die Liegeflächen oder so, es gibt halt viele Bänke. Und mein Lieblingsort ist tatsächlich hier so am Hub, auf so einer Bank mit Blick aufs Schloss. Und hier chill ich gerne, beobachte die Leute, beobachte das Schloss, die Musik läuft. Und ja, wenn auch die Sonne scheint, umso besser. Und ich warte jetzt hier auch tatsächlich auf die Million Splashes of Colors Show. Das heißt, ja, die kommt in einer halben Stunde circa. Und wenn ihr so direkt noch eine Bank habt, dann könnt ihr bis dahin schön sitzen bleiben, ganz entspannt, bisschen chillen. Und ja, das ist so einer meiner Lieblingsplätze zum Entspannen und Ausruhen. Ja, das war mein Moni-Zeig-mal hier aus dem Disneyland Paris im Monat. Was haben wir denn? April. Ja, das nächste Mal bin ich Ende Mai hier, Anfang Juni. Das heißt, dort wird es auch wieder ein neues Moni-Zeig-mal geben. Und ich hoffe, dieses hier hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.